warum die Buchmesse so war, dass ich extrem Angst hatte und gleichzeitig aber es an sich eine gute Erfahrung war. Dazu kommen wir jetzt in diesem Vlog, denn ich werde dich einmal mitnehmen, wie es bei der Frankfurter Buchmesse war. Denn dort war ich von Mittwoch bis Samstag und auf der Messe selbst dann eben von Donnerstag bis Samstag, habe also verschiedene Erfahrungen gemacht. Ich wollte ja mal schauen, ob Messen überhaupt etwas für mich sind oder nicht, denn du weißt, ich bin bekennender und stolzer Stubenhocker. Heißt also, das ist nicht meine Komfortzone. Und gleichzeitig werden wir aber auch ein Buchhaul haben in diesem Video. Also einmal das komplette Paket. Und schreib du mir mal sehr gerne in die Kommentare, ob du bei der Buchmesse warst oder generell schon mal bei der Buchmesse warst und wie es dir so gefallen hat. Also das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Hi, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Friederike. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das sehr, sehr gerne, indem du auf den roten Abonnieren-Button klickst. Lass mir immer gerne ein Like da und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du keine Videos mehr. Falls du mein letztes Video, ich blende dir hier einmal das Thumbnail ein, noch nicht gesehen haben solltest, das war der Unhaul, dann mach das sehr gerne. Ich verlinke es dir oben einmal. Da habe ich wieder einige Bücher aussortiert, nachdem ich wieder festgestellt habe, dass manche Bücher doch einfach nicht bei mir bleiben müssen. Und genau, dazwischen waren eigentlich noch weitere Videos geplant, denn dass es so ruhig sein würde auf meinem Kanal, war nicht meine Mission und meine ursprüngliche Absicht. Aber irgendwie hat es sich dann insgesamt so ergeben, und dementsprechend kommen dann jetzt noch einige Videos, inklusive dem noch ausstehenden Lesemonat September. Genau, der kommt auch auf jeden Fall noch in diesem Monat online. Darauf kannst du dich dann schon mal freuen. Und ich würde sagen, wir starten erstmal, bevor ich dir auch Eindrücke zeige. Ich habe ja ordentlich für dich mitgefilmt, primär an Tag 1, weil ich mir danach so dachte, okay, ich brauche dir ja nicht alles 500 Mal zu zeigen, so für jeden einzelnen Tag. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das am Ende zusammenschneide, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich an Tag 2 und 3 nochmal explizit gefilmt habe. Das weiß ich gerade nicht genau. Aber vielleicht starten wir einmal kurz so mit meinen Erwartungen. Und eben auch im Vergleich zur Leipziger Buchmesse. Ich werde dir das Video bzw. den Vlog mal oben verlinken. Und diesmal werde ich die Eindrücke auf jeden Fall mit Musik untermalen und nicht mit einem Voice-Over. Einfach weil ich anders gefilmt habe und es dann so mehr Sinn ergibt. Also. Also, ich war ja vorher noch nie auf einer Buchmesse, also weder der Leipziger noch der Frankfurt, also bis zu diesem Jahr. Und ich wollte beides mal ausprobieren, einfach weil, ne, wie ist es? Man weiß es ja nicht und keine Ahnung was. Und das Ding ist, ich bin nicht so ein Fan von Menschenmassen. Wenn ich aber vorher weiß, dass Menschenmassen dort sein werden, und das weiß ich ja bei einer Buchmesse, dann stört es mich nicht, weil ich mich mental darauf einstelle, darauf vorbereite. Ich ja weiß, das ist kein Endloszustand. Und wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann gehe ich halt einfach. Und letztes Mal bei der Leipziger Buchmesse war ich ja mit einer Gruppe dort. Und dieses Mal bei der Frankfurter Buchmesse wollte ich das nicht. Ich wollte alleine sein, weil ich dadurch dann ja flexibler bin. Denn ich kann dann ja flexibler sagen, okay, ich treffe mich jetzt mit Person A, B, C, D, E. Denn ich meine, dadurch, dass man dann bloggt und ja auch nicht erst seit gestern bloggt, kennt man ja so ein paar Leute und hat mit denen näher Kontakt. Und wenn man die dann dort mal wenigstens treffen kann, weil alle Leute an einem Ort sind, ist das ja mega cool. Dementsprechend war das meine Absicht. Und im Nachhinein betrachtet, dazu komme ich später zwar auch nochmal im Fazit, war das gut und schlecht zugleich. Wieso, weshalb, warum? Dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nicht super viele Bücher kaufen. Ich wollte jetzt nicht super viele Autoren treffen, mir Signaturen holen oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn man die Erwartungshaltung hat, ist die Messe auch nochmal deutlich anstrengender. Aber das war nicht mein Ziel des Ganzen, sondern mein Ziel war, eine gute Zeit zu haben, Leute zu treffen, diesmal ein bisschen mehr Eindrücke mitzufilmen, weil ich das ganz cool finde, dass selbst wenn du nicht da warst oder du nur an den Hauptmessetagen da warst, du einen besseren Einblick bekommst. Und so ging es dann auf jeden Fall los. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt erstmal weiterquatsche, blende ich dir jetzt erstmal einmal die Filmsequenzen ein.
Also, das war jetzt Tag 1. Es ist so gewesen, dass das ja der Tag war, an dem nur Presseleute da sein durften. Also, ne, egal wie, aber die Leute, die akkreditiert worden sind, die durften da sein, nicht das allgemeine Publikum. Und ich muss sagen, ich bin von 10 Uhr, also als die Messe geöffnet hat, bis 18:30 Uhr da gewesen. Also heißt, ich war wirklich den kompletten Tag da, was auf der einen Seite sehr anstrengend war, aber auf der anderen Seite irgendwie ganz cool. Denn dadurch war für mich halt für Tag 2 klar, dass ich eigentlich gar nicht kommen müsste oder halt erst super spät. Was ich gemacht habe, dazu kommen wir gleich bei Tag 2. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich mich mit einer anderen Buchblogger-Freundin getroffen habe, die ich vorher noch nie gesehen habe, mit der ich aber schon viele Buddy Reads hatte, und das war sehr, sehr cool. Denn ich wusste auch nicht, wie sie aussieht, zumindest nicht zu 100%, sodass ich dann zum Treffpunkt gegangen bin und meinte, jetzt musst du zu mir kommen, weil dass ich dich erkenne, wäre halt so eine sehr geringe Chance. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir beide überwiegend über die Messe gegangen sind. Wir waren in Halle 3, das ist die Halle, in der so die ganzen populären Verlage sind, also heißt Penguin Random House, HarperCollins, Lux, Bastei Lübbe, dann haben wir Knauer, also alle, die man halt so überwiegend in unserer Buchbubble, würde ich einfach mal sagen, konsumiert. Und wir sind wirklich Gang für Gang abgegangen, und das Lustige war, dass man dann ja theoretisch davon ausgehen kann, dass man alles gesehen hat, aber wir sind danach noch mehrfach ja ein paar Gänge lang gegangen und haben uns immer häufiger gefragt, ob wir hier schon mal waren. Liegt vermutlich daran, dass man ja meistens nur auf eine Seite so richtig guckt oder sich fokussiert, weil einem da etwas ins Auge sticht. Und naja, deswegen war es immer so ein bisschen lustig dabei. Und anschließend haben wir dann eine Gruppe getroffen, unter anderem die Mädels, mit denen ich eben, ja, letztes Jahr in, oder Quatsch, dieses Jahr in Leipzig war. Und dann sind wir mit denen ein bisschen rumgegangen, später haben wir noch eine andere Gruppe getroffen. Also es war halt sehr flexibel. Wir beide waren die ganze Zeit zusammen, also wirklich so bis fast zum Ende. Und dann sind wir halt immer da lang gegangen. Wir sind auch mal nach oben gegangen, denn in Halle 3.1 war es tatsächlich so, da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was mitgefilmt. Da waren dann eher so die, ich will jetzt nicht sagen seriöseren Verlag, weil das stimmt ja nicht, aber so für, aus meiner Sicht, anspruchsvollere Literatur und deren Verlage. Plus ein paar ausländische. Also dementsprechend so, um das so ein bisschen einzuordnen, war es auf jeden Fall, da war es deutlich entspannter, einfach weil weniger los war. Und am Donnerstag war es generell ruhiger. Ne, ist ja auch klar, das sind ja nicht so viele Leute wie danach eben durch eben noch die normalen Besucher. Aber das war ganz angenehm, denn dadurch konnte ich gut filmen, einfach nur weil, ne, man dann entspannter das hat und nicht unbedingt super viele Leute einem davor laufen, denn du weißt ja von der Leipziger Buchmesse, ich möchte nicht unbedingt irgendwelche Leute einfach so filmen. Also selbst wenn die ins Bild laufen, aber ich möchte das halt einfach nicht, weil ich mir so denke, ich würde das auch nicht wollen. Also dementsprechend, ne, ergibt das auf jeden Fall so Sinn. Und ja, dann war ich wie gesagt den ganzen Tag da, habe verschiedene Leute getroffen. Man konnte ja auch immer mal wieder raus, was ganz gut war, weil man dann, weil es ja schon stickig wird. Denn was ich generell nicht verstehe, weder auf der LBM noch auf der FBM, ist, wieso gibt es entweder keine Fenster oder diese Fenster werden nicht genutzt. Das ergibt für mich keinen Sinn, denn in solchen Hallen ist es doch klar, wenn viele Leute da sind, und das wird ja nicht nur zur Buchmesse so sein, sondern da werden ja häufiger Messen stattfinden, dann wird die Luft sehr schnell schlecht. Und ich verstehe nicht, warum das nicht besser geregelt ist. Also das ergibt für mich schon mal keinen Sinn, aber okay. Dann haben wir auch eine kurze Mittagspause gemacht, haben was gegessen und so. Das war auch tatsächlich echt gut. Und dann war es, wie gesagt, so, dass wir immer mal mit verschiedenen Gruppen mitgelaufen sind und dann wieder zu zweit waren. Dann haben wir eine neue Gruppe gefunden und so. Und gegen Abend habe ich mich dann mit den Mädels getroffen, die, mit denen ich, so ist richtig, mit denen ich dann abends auch gegessen habe. Ja, also mit denen war es dann so, dass ich dann, auch nachdem dann meine andere Partnerin weggegangen ist, mit denen habe ich dann noch weiter da so ein bisschen rumgechillt, bis dann eben die Messe geschlossen hat. Und bei manchen Verlagen konnte man tatsächlich da schon Bücher kaufen, was eben ganz praktisch war. Denn bei mir war es tatsächlich so, dass ich jetzt nicht irgendwie bestimmte Special Editions im Blick hatte oder sonst irgendwas, sondern ich habe dir ja bei meinen Neuerscheinungen für den Oktober, habe ich dir ja zwei Bücher vom Drachenmond Verlag vorgestellt. Und da war ich so, okay, wenn es die doch schon gibt, also die kommen, glaube ich, erst in der Woche raus oder so, und ich war so, okay, wenn es die schon auf der Messe gibt, dann kaufe ich sie. Ja, so war es dann. Wie viele Bücher es am Ende geworden sind, das gucken wir nochmal. Aber das waren so grundsätzlich die einzigen beiden Bücher, die ich eben auf dem Schirm hatte. Und ich bin auch einfach, und das habe ich ja auch schon häufiger gesagt, ich bin kein Fangirl. Bedeutet, es gibt keine wirklichen Autoren, bei denen ich sage, es lohnt sich für mich, mich dort anzustellen. Denn es gibt ja sonst auch alternativ die Lösungen, zum Beispiel bei Lesungen zu sein, sodass man auf jeden Fall irgendwie Kurzzeit mit dem Autor bekommt oder die Unterschrift eben bekommt und so weiter und so fort. Manche Leute scheinen das vergessen zu haben, gerade am Samstag wurde das deutlich.
Aber so viel dazu. Und was aber zum Beispiel ganz cool war, generell war bei der Bücherbüchse, dass man am Donnerstag ja nichts kaufen konnte, aber man konnte wenigstens mal so gucken, wie die Farbschnitte live aussehen. Denn manchmal unterscheidet es sich ja einfach so ein bisschen rein von den Bildern und wie sie dann live aussehen. Und das war cool. Also ich hätte da jetzt nichts kaufen wollen, aber sich das mal so anzuschauen, war wirklich gut. Ich habe dir ja auch so ein paar Eindrücke mit in das Video eben gepackt. Und dann bin ich abends, wie gesagt, essen gegangen und ja. Das war auch super entspannt, das war super cool. Die Mädels habe ich auch da zum ersten Mal live gesehen. Generell habe ich, außer halt eben der Gruppe, mit denen ich in Leipzig war, habe ich sonst niemanden vorher jemals live gesehen. Und das war auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann wurde ich abends rumgefahren, was ganz gut war, denn zum Hotelfazit bzw. zur der Umgebung des Hotels kommen wir am Ende. Je nachdem, ob ich jetzt Filmmaterial hatte oder nicht, geht es jetzt hier direkt weiter oder du hast eben noch eine Sequenz gesehen. Auf jeden Fall war es so, dass ich ja vorher gesagt habe, ey, am Freitag muss ich nicht unbedingt auf die Messe. Denn es war so, dass die, mit der ich am ersten Tag dort war, dass sie arbeiten musste. Heißt also, sie ist schon mal ausgefallen als Person, mit der ich dort rumgehen konnte. Die anderen waren zwar irgendwie da, aber ich war halt so, ja, ich muss nicht. Ich habe jetzt alles gesehen. Ich habe die Bücher gekauft, die ich kaufen wollte. Ich brauche jetzt nicht noch irgendwelche neuen Leute treffen. Und dementsprechend muss ich mir nicht diesen Stress machen. Denn es war ja so, dass am Freitag ab 14 Uhr auch die normalen Messebesucher, also einfach die Leute, die eben nicht akkreditiert sind, dass die dort eben auch kommen durften. Allerdings war es dann so, dass ich mich doch umentschieden habe, aus zwei Gründen, aber ich bin erst viel später gekommen. Denn es war so, dass ich zum einen Buchtausch gemacht habe. Dazu kommen wir auch, welches Buch das war. Aber die zweite Sache, weswegen ich dann gesagt habe, ich komme doch und komme auch einen Ticken früher als ursprünglich geplant, war, dass eine Autorin, von der ich alle Bücher habe in doppelter Ausführung, heißt Deutsch und Englisch, dass sie da war für so ein Interview. Und das fand ich mega cool. Und stimmt, dann werde ich dir auch was eingeblendet haben, denn das habe ich gefilmt auf jeden Fall. Denn das war mega, mega cool und ich dachte so, ja, warum nicht auch sowas mal mitnehmen? Denn in Leipzig habe ich sowas so gut wie gar nicht mitgenommen. Und jetzt dachte ich mir, in Frankfurt habe ich mir vorher eben in der App einmal so ein paar interessante Termine rausgesucht. Das waren nicht viele und ich war so, okay, darauf hätte ich Bock, das möchte ich gerne mitnehmen. Deswegen bin ich um 16 Uhr zur Messe gekommen am Freitag und muss sagen, dass es auf jeden Fall voller war, ist ja logisch, aber ich fand es auch noch vollkommen in Ordnung. Klar, ich bin später gekommen, aber unter den Umständen ging es noch. Also wirklich, wie gesagt, da ich mich ja mental darauf eingestellt habe, alles entspannt. Ich bin auf jeden Fall reingegangen in die Halle, habe vorher noch so zwei Gruppen Bescheid gesagt, dass ich da bin. Empfang war nicht vorhanden, war auch ganz fantastisch. Und dann bin ich, wie gesagt, hingegangen zu einem Ort, wo ich wusste, dass jemand sein wird, den ich kenne. Die Person war aber beschäftigt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und dann habe ich mir einen Vortrag angehört, weil da eben das Interview danach auch stattgefunden hat, zum Thema Lebensmittelverschwendung, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Das habe ich dir auch eingeblendet. Das Buch heißt Edith und ist, glaube ich, von dem Moderator von Terra X. Ich persönlich gucke das nicht, weil ich kein Fernsehen gucke, aber ich glaube, so müsste es richtig sein. Und da habe ich dann so ungefähr die Hälfte mitbekommen und ich fand es echt interessant und spannend, denn er meinte unter anderem zum Beispiel, dass man, und natürlich gibt es da super, super viele unterschiedliche Meinungen, darüber brauchen wir jetzt nicht streiten, aber er meinte zum Beispiel, dass man nicht zwangsläufig unbedingt dafür sorgen müsste, dass jeder Veganer wird oder Vegetarier, sondern dass man zum Beispiel allein schon durch weniger Lebensmittel, die man einfach so entsorgt, dass man dadurch einen großen Impact auf die Umwelt, auf alle Nachhaltigkeitsaspekte und so weiter haben könnte. Wie gesagt, darüber brauchen wir jetzt nicht zu streiten, aber das fand ich an sich ganz spannend zu hören, denn ich bin selber jemand, das, also ich finde es schlimm, Lebensmittel wegzuschmeißen und versuche es definitiv zu vermeiden. Aber das nochmal so zu hören, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Dann war es so, dass die Leute, die für diesen Vortrag da waren, weggegangen sind und alle sind dann so nach vorne gestürmt, denn Karen M. McManus war halt da. Wie gesagt, du bist sicherlich drauf gekommen, weil, wenn du mich verfolgst, weißt du es eigentlich, da ich ja sonst von keiner Autorin alle Bücher doppelt habe, soweit ich zumindest weiß. Also mir würde da jetzt keiner einfallen. Und sie wurde dann halt interviewt. Und es ging so darum, eben um One of Us is Lying, denn da ist ja der dritte Band jetzt rausgekommen. Ich habe ihn ja noch nicht, aber der ist auf jeden Fall rausgekommen. Und er hat dann so Fragen gestellt, so in Richtung von wegen, ja, okay, wie ist sie überhaupt zum Schreiben gekommen? Was sehr interessant war, denn wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, war es irgendwie so, dass sie irgendwo unterwegs war, kein Buch zur Hand hatte und danach irgendwie Lust hatte zu schreiben, also irgendwie ganz verrückt. Und genauso war es dann so, dass sie auch darüber geredet hat, wie es ist, denn es gibt ja eine Serie dazu und wie das so war. Und was daran super interessant war, war, dass ich kurz vorher einen TikTok gesehen habe von Kerstin Gier, weil bei ihr ja diese Silberreihe
ich glaube, jetzt erst oder so gedreht wird, ich weiß es gar nicht genau, und Leute dann zu ihr kommen und sich eben beschweren über den Cast und keine Ahnung was. Und sie meint halt schon so, ja, sie hat darauf keinen wirklichen Einfluss. Und das hat eben Karen McManus aus der amerikanischen Sicht sozusagen auch nochmal bestätigt, dass im Normalfall der Autor darauf keine wirklichen Einflussmöglichkeiten hat. Und sie eben meinte, manche Charaktere sind sehr gut getroffen worden, andere eher nicht so. Und wenn nochmal irgendwas in die Richtung verfilmt wird, dann möchte sie gerne eigentlich am liebsten am Drehbuch mitschreiben. Und das kann ich mir vorstellen, dass das super weird ist, weil der Autor hat ja nochmal ein ganz, ganz anderes Bild von den Charakteren als jede andere Person. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das super komisch ist. Genauso hat sie dann auch erzählt, wie es ist mit diesem multiperspektivischen, denn man hat, liest ja aus verschiedenen Sichten. Und sie meinte eben, dass sie dann immer einfach eine Playlist anmacht für diese eine Person und dann drin ist. Fand ich auch irgendwie sehr faszinierend, weil ich meine, darüber mache ich mir normalerweise keine Gedanken. Aber das finde ich sehr, sehr cool. Und das war ungefähr eine halbe Stunde. Und anschließend ist sie dann halt so weggegangen, aber war noch am Stand. Und das Ding ist, dass es ja diese Signierstunden-Kacke da gab, also heißt, dass Karten verkauft worden sind. Auch dazu kann ich am Ende nochmal was sagen, wenn ich es nicht vergesse. Und da war sie eben auch dabei. Und ich war extrem, na nicht traurig, aber ich war so, wenn ich zu einer Autorin gewollt hätte, dann wäre es sie gewesen. Und war so, ja, cool, dann eben nicht. Aber vielleicht habe ich die Chance dann da. Und dann war es so, dass da dann so ein paar Leute zu ihr gegangen sind. Und später ging es dann noch so zu so Tischen, die eben da bei dem Stand waren, wo man sich dann hinsetzen konnte. Und man hat wieder gesehen, wie nett viele Menschen sind. Ist ja auch ganz fantastisch, denn anstatt dass jeder, zumindest, weil es waren nicht super viele Leute, sondern eine gute Anzahl, finde ich, dafür, dass man in 20 Minuten maximal bei jedem ein Foto machen könnte und eine Unterschrift geben könnte. Aber nein, manche Leute meinten, sie müssten die Autorin zulabern, jeder mindestens 5 Minuten, sodass es dann irgendwann hieß, ja, wir müssen jetzt wirklich los. Und dementsprechend war es dann so, dass alle so im Rush noch vielleicht mit Glück eine Unterschrift bekommen haben. Und ich verstehe zwar, dass jeder irgendwie so die Zeit haben möchte, aber ich finde es schon super asozial, dass man sich dann da irgendwie hindrängt, wenn man doch sieht, wie viele Leute, und wie gesagt, es waren nicht super viele, aber wie viele Leute gerne nur eine Unterschrift haben wollen würden oder eben ein Foto. Finde ich sehr schwierig, aber ja, die meisten Menschen sind egoistisch. Und überwiegend leider auch Kacke. Von daher, naja, wundert es mich unterm Strich nicht. Dennoch war ich wieder verwundert, dass es so bestätigt wird. Und letztendlich war es dann so, dass ich, glaube ich, anschließend habe ich kurz was gegessen und getrunken. Tatsächlich war eine Cola bei schlappen 4,30 € im Becher. Also Schnäppchen. Aber naja. Muss man dann halt einsehen oder sich selber was zu trinken mitnehmen, wie auch immer, aber ich habe das dann auf jeden Fall genutzt und war so, ja, okay, einmal alles gut. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich mich abends dann wieder mit der einen Gruppe. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Falsch, was ich dir jetzt gerade erzählen wollte. Dann war es nämlich so, dass ich ja, wie gesagt, ein Buch tauschen wollte. Und ich meinte, komm, wir treffen uns dann und dann, da und da. Und dann bin ich dorthin gegangen und dann kam sie auch und dann haben wir uns super nett unterhalten. Also wirklich, es war mega cool, dafür, dass wir uns ja vorher noch nie live gesehen haben, zumindestens. Dann haben wir das Buch getauscht. Und irgendwann war ich dann so, ich muss noch mal kurz rein, weil ich ein Buch kaufen möchte noch. Und da war es eben schon kurz vor der Uhrzeit, wann die Messe schließt. Und dann stand ich da in der Schlange beim Knauer Verlag, weil davor standen halt so Tische und ich wäre da nicht rangekommen, denn mein Arm ist nicht ellenlos lang und dementsprechend ich wäre da nicht rangekommen an dieses Buch. Und dann stand ich so in der Schlange und dann meinte irgendwann auch so meine, wie gesagt, dann Freundin in dem Moment, sagen wir es einfach mal so, ich weiß gar nicht, wie ich das, meine Begleitung, vielleicht sagen wir es so. Und dann meinte sie dann so, ey, ich glaube, die Leute stehen hier alle an für die Signierstunde von Lily Lucas. Und ich war so, ja, das kann ja sein, aber dennoch kann ich ja vielleicht trotz dessen das Buch kaufen. Dann war ich dran, ich so, ey, kann ich auch was anderes kaufen oder muss ich jetzt hier ein Buch von Lily Lucas kaufen, um hier dran zu kommen oder wie auch immer? Da meinten sie so, nee, nee, du kannst alles kaufen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich so, ja, ich hätte gerne das Buch, was hier neben ist. Hat sie es mir gegeben, bezahlt und dann bin ich so unter der Absperrung wieder durchgesneakt und war dann weg. Also ja, dann hatte ich noch das und dann bin ich zu Fuß dahin gegangen, wo wir eben das Essen dann an dem Tag hatten und abends dann mit einer anderen Gruppe Mädels auf jeden Fall mit dem Taxi nach Hause, was auch besser war. Wie gesagt, im Fazit mehr dazu.
Auch hier wieder keine Ahnung, ob ich dir jetzt was eingeblendet habe oder nicht. Auf jeden Fall war es so, dass ich um 11 Uhr verabredet war auf der Messe und ich bin am selben Tag gefahren. Bedeutet, ich bin mit Koffer und Rucksack unterwegs gewesen und dachte mir, eigentlich habe ich keinen Bock auf Garderobe, aber es ist eigentlich schon sinnvoller, weil man ist dann einfach freier und keine Ahnung was. Das war auf jeden Fall auch schon bei meiner Ankunft an diesem Tag am ersichtlichsten, wie voll es ist. Einfach weil es vorher immer ein bisschen entspannter war. Aber da ich erst um 11 gekommen bin, ging das auch. Also ne, es war voll, aber nicht zu überfüllt oder so. Und dann stehe ich in dieser Garderobe an. Nur damit dann die Frau irgendwann sagt, nee, machen wir nicht mehr, nee, machen wir nicht mehr und macht das Tor zu. Und das, obwohl die Schlange, wie gesagt, lang war, sich immer neue Leute angestellt hat, man also hätte vorher Bescheid sagen können und die Hälfte auf der Seite noch nicht belegt war. Musste ich nicht verstehen, auf jeden Fall war ich dann echt genervt, weil ich war so, ich habe keinen Bock, mich jetzt nochmal anzustellen, ich gehe mit Koffer auf die Messe. Ist mir scheißegal. Ich bin auf jeden Fall losgegangen und bin dann zu unserem Treffen gekommen und das Ding war, ich komme da an und schon am Freitag gab es teilweise extreme Schlangen, bei denen ich mich gefragt habe, seid ihr bekloppt? Seid ihr bekloppt? Habt ihr schon mal was vom Internet gehört und bestellen? Aber egal, auf jeden Fall war da so eine richtig lange Schlange, die sich da irgendwo lang gezogen hat. Man weiß nicht, war es der Lux Verlag, war es die Bücherbüchse, war es Sebastian Fitzek? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich so, Gott, wie soll ich denn jetzt hier meine Bekannte treffen, die ich hier treffen möchte. Hat dann aber funktioniert, denn wir sind in so einer Gruppe zusammen auf Instagram und dann haben wir uns zu dritt getroffen, also drei aus dieser Gruppe haben sich getroffen und dann sind wir auch hin und her gegangen, haben Fotos gemacht und so. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und anschließend bin ich dann noch mit einer von den beiden, bin ich dann weiter rumgegangen und Halle 3 war so voll, dass jeder, der jetzt nicht da rein musste, es hoffentlich vermieden hat. Denn da hätte ich mich auf gar keinen Fall reinquetschen wollen. Egal, ob ich einen Koffer gehabt hätte, ob nicht, ob ich Rambo wäre oder nicht. Also, wenn man es vermeiden konnte, dann ist es auf jeden Fall besser. Wenn man natürlich nur Samstag da war, absolut Kacke. Also das kann ich verstehen, wenn man dann da irgendwie genervt ist, traurig ist oder sonst irgendwas. Kann ich verstehen. Und was mich interessieren würde an dieser Stelle ist, bist du jemand, der sich gerne in Schlangen stellt? Oder ab wann sagst du, es lohnt sich, sich in eine Schlange zu stellen? Denn die Schlangen waren teilweise so lang und sie sind nicht kürzer geworden. Das war extrem. Auf jeden Fall sind wir dann in Halle 6 gegangen. Denn ich habe gesehen bei jemand anderem in der Story, dass es so eine richtig coole Crescent City Wand gibt. Und diese Wand wollte ich sehen, denn ich bin ja kein Fan, muss man dazu sagen. Ich bin ja nach wie vor noch dabei, Band 2 zu beenden, werde dann dazu mehr sagen. Aber man kann ja sagen, was man möchte, aber dieses Coverbild von dem dritten Band ist halt einfach schön. Und deswegen war ich so, es sieht schön aus, ich mache da jetzt ein Bild, ein Video und so. Und dann waren wir zuerst aber falsch tatsächlich, denn wir rennen da so lang, wir gucken so lang, wo der Verlag ist, wir finden nichts. Wir so, hä? Was ist da los? Und dann haben wir festgestellt irgendwann, dass wir in 6.1 sind und dass wir es ja da nicht finden können, wenn es in 6.0 ist. Aber okay, da sind wir unten hingegangen. Da waren dann ausländische Verlage. Und was sehr spannend zu sehen war, ist, zum einen war es da mega entspannt, also sowohl 6.1 als auch 6.0, weil du konntest vernünftig atmen, die Luft war viel besser, es waren weniger Leute da. Gleichzeitig, und da sind überwiegend dann eben die fremdsprachigen Verlage gewesen, war es halt so, dass viele schon zusammengepackt haben. Also bestes Beispiel HarperCollins, also dann eben international, würde ich sagen. Die zum Beispiel, da konntest du nichts mehr kaufen. Du konntest noch ein bisschen was sehen, aber nichts kaufen. Und das kam ganz oft vor. Und ich frage mich halt, ist das so normal oder liegt es halt wirklich daran, dass die Aufteilung der Verlage in den jeweiligen Hallen einfach blöd ist? Und deswegen eben in manchen super viel los ist und in anderen nichts los ist. Und dass es aber damit zusammenhängt, dass eben die Verlage sagen, ja, wir sind hier repräsentiert, aber irgendwas verkaufen oder so lohnt sich halt einfach nicht. Ich weiß es nicht, aber fand ich auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Und irgendwann ist dann auf jeden Fall auch die Bekannte musste dann wieder los. Und ich war dann so, okay, ich habe jetzt noch 3 Stunden, bis ich zum Bahnhof muss. Was mache ich jetzt? Dann habe ich glücklicherweise eine Gruppe wieder angeschrieben, ob sie da sind und so, weil eine andere Gruppe war halt nicht da, obwohl sie da sein wollten. Und auf jeden Fall war es dann so, dass die meinten so, hey, ja, und dann bin ich mit denen noch umgegangen. Und die ganze Zeit, und dann waren wir auch überwiegend draußen. Wir waren dann, wie gesagt, in Halle 6, da war es aber entspannt. Und ja, dann hatten wir da eine gute Zeit, bis ich eben dann zur Bahn musste. Und dann bin ich eben mit der S-Bahn, also erstmal musste ich zur S-Bahn latschen, Ewigkeiten. Und dann war es so blöd ausgeschildert, also keine Ahnung, was da los war. Aber egal. Und dann bin ich irgendwann am Bahnhof gewesen, musste dann ein bisschen auf meinen Zug warten und konnte dann nach Hause fahren. Ich war darüber sehr, sehr froh, muss ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt dann auch einmal zu meinem Fazit, bevor wir dann einmal zu meiner Ausbeute kommen.
Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht sagen könnte, ob ich die Leipziger oder die Frankfurter Buchmesse besser finde, denn beide Messeerfahrungen waren für mich sehr unterschiedlich und hatten sowohl Vor- als auch Nachteile. Es war dieses Mal, also auf der Frankfurter, mega cool, so viele verschiedene Leute live kennenzulernen und es war mega chillig und ich kann nur sagen, falls ich nochmal auf einer Messe sein sollte, du mich dort siehst, kannst du mich gerne ansprechen. Ich bin selber auch jemand, der socially awkward ist und dem es super schwer fällt, Leute anzusprechen. Egal, ob ich schon 500 Mal mit denen irgendwie interagiert habe oder nicht. So, ich kann das auch nicht so gut, aber mach's einfach, wenn du Lust drauf hast. Also wirklich, ich beiße nicht und ich bin immer offen dafür, sich dann auszutauschen. Auf jeden Fall war es halt so, dass es mega cool war, verschiedene Leute zu treffen. Auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, alleine und an sich unterwegs war, konnte ich eben auch splitten, beziehungsweise immer wechseln oder eben für mich entscheiden, ich möchte jetzt mit der Person mehr zusammen sein und mit den anderen nicht, weil ich dann eben nicht komplett alleine bin zum Beispiel. Also das war tatsächlich sehr, sehr gut. Und die Messe an sich war für mich jetzt persönlich ebenfalls ganz gut, einfach weil ich wirklich am Donnerstag entspannt filmen konnte. Ich konnte schon die ersten Bücher kaufen, alles easy. Am Samstag, Quatsch, am Freitag, wie gesagt, war es dann voller, aber fand ich persönlich auch noch okay. Samstag, absolute Katastrophe, einfach weil es viel zu voll war. Und ich muss auch sagen, dass wenn man nur Samstag oder vielleicht Sonntag, ich weiß nicht genau, wie es da war, ich glaube besser als Samstag, aber ne, ist es schon definitiv schwierig. Also das sehe ich total. Bei mir war, wie gesagt, der Vorteil, dass ich nicht in Halle 3 musste, sondern stattdessen draußen war zu 90% und eben in Halle 6. Und das war mega entspannt. Also da war auch wieder überhaupt nichts los. Nichts, was mich jetzt großartig gestört hätte. Ich finde aber auch generell, es kommt, also wie man die Messe findet, steht und fällt einfach mit dem, was man möchte, was man sich erwartet und was das Ziel ist. Und natürlich kann das nicht jeder so flexibel entscheiden, einfach weil man vielleicht kein Blogger ist, weil man nicht unter der Woche Zeit hat und so weiter und so fort. Das ist absolut verständlich. Aber ich muss sagen, es gibt ja Leute, die dann wirklich dahin wollen, um Bücher zu kaufen oder um bestimmte Autoren zu sehen. Und das verstehe ich unter Umständen nicht zu 100%, weil natürlich ist es cool, dass ein Event alles kombiniert und man vielleicht an einem Event fünf, sechs Autoren gleichzeitig sehen kann. Natürlich. Aber dass es dann voll ist oder man ewig lange in Schlangen steht oder, ist ja dann irgendwie auch nicht zu vermeiden, weil man wird nicht die einzige Person sein, die vielleicht dieses Ziel hat. Und zum Beispiel, wie gesagt, bei mir war es so, dass ich ja dahingehend keine Ziele hatte und es für mich dementsprechend relativ stressfrei war. Aber wenn man eben sagt, man möchte bestimmte Special Editions haben oder man möchte dies, das, jenes haben, dann kann es halt sehr, sehr anstrengend sein. Und dann muss man wirklich abwägen, ist es das einem wert? Gibt es vielleicht alternative Möglichkeiten oder. Also da muss man wirklich schauen, wie man auch ist, ne? Weil wenn du, klar, wenn du kein Problem damit hast oder sagst, Fitzek beispielsweise, ist es wert, dass du 100 Jahre in der Schlange stehst, dann ist ja gar kein Ding, ne? Gar kein Ding. Aber sonst ist es halt unter Umständen einfach nur nervig, man ist enttäuscht, man ist traurig und es ist einfach nicht das Erlebnis, was es sein könnte. Hinzu kommt halt auch noch, dass, wie gesagt, die Verteilung der einzelnen Stände nicht so optimal war und diese Autoren-Signierstunden, für die man ja extra Tickets kaufen konnte. Ja, ich verstehe, was der Gedanke dahinter war, aber die Umsetzung ist halt immer noch fraglich. Denn ich habe letztes Jahr, da war ich ja selber nicht da, aber habe ich ja mitbekommen, dass irgendwie super lange Schlangen überall waren, viel länger als eigentlich geplant war. Dann Autoren freiwillig teilweise gesagt haben, dass sie länger signieren, dass dann teilweise Signierstunden abgebrochen worden sind, weil Autoren Angst bekommen haben, weil die Leute so draufgedrängelt haben und so. Und natürlich ist das Kacke. Gleichzeitig ist es aber halt auch so, dass dieses Ticket-Ding und dass die Signierstunden in einer anderen Halle stattfinden, ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Aber dann müsste es entweder häufiger vorkommen, besser kommuniziert werden, wann man diese Tickets kaufen bzw. reservieren kann, weil kaufen tust du sie ja an sich nicht und so weiter und so fort. Denn das war ja irgendwie von Montag, nee, von Sonntag auf Montagnacht oder so, ich glaube in der Woche, bevor die Messe war. Und erstens musst du da wach sein, zweitens musst du es überhaupt mitbekommen und so weiter und so fort. Und drittens war es halt auch so, dass von allen Autoren, die so super beliebt sind, war halt direkt alles weg. Also, es ist einfach krass. Und ich verstehe es halt, wie gesagt, nicht so ganz, warum das so gemacht wurde, weil ich meine, selbst ich, die eigentlich in der Buchbubble halt ja drin ist, ich habe es nicht mal mitbekommen. Erst danach, dass auf einmal alle böse waren, sauer waren, enttäuscht waren. Und das ist irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Da braucht es irgendwie eine gute Zwischenlösung, wie auch immer die aussehen kann. Weiß ich jetzt nicht genau. Und genauso ist es halt auch mit diesen Signierstunden am Stand. Ich finde, das ist grundsätzlich nicht schlimm und kann man auf jeden Fall machen, weil natürlich erwartet sich der Verlag davon, dass, wenn du jetzt in der Schlange stehst für, wie gesagt, beispielsweise Fitzek, dass du da vielleicht noch ein anderes Buch siehst und das mitnimmst oder, ja, wie gesagt, noch diese Verbindung mehr halt hast im Kopf.
Aber da müsste man dann halt auch gucken, dass es nicht so ist, dass dann in dieser Halle noch 500 andere sehr beliebte Verlage sind oder, sondern es sich halt einfach besser aufteilt. Weil eben sonst es durchaus auch hätte passieren können, dass eine Massenpanik ausbricht oder ähnliches und dann hast du den Salat. Und das ist es ja am Ende des Tages nicht wert, nur weil du mehr Geld durch mehr Tickets einnehmen wolltest. Und von daher, ja, muss man da dann halt einfach für sich gucken. Alles in allem war es also schon ganz gut, aber ein Grund, warum ich wahrscheinlich oder ja, zu 99% nicht mehr auf die Frankfurter Buchmesse gehen würde, ist Frankfurt an sich. Denn ich habe schon im Vorfeld viel davon gehört. Ich habe auch jetzt nicht daran gezweifelt, dass diese Leute lügen oder dass super viele Leute sich irren. Aber das nochmal live zu sehen, war eine ganz andere Geschichte. Denn mein Hotel an sich war super. Also wirklich, da kann ich nichts gegen sagen. Aber alles rundherum war einfach nur unfassbar gruselig. In der Zeit, in der ich dort war, heißt also, wenn man es genau nimmt, 3 Tage und ein bisschen, beziehungsweise 3 ganze Tage, wenn man so möchte, wurde mir hinterhergepfiffen, ich wurde angesprochen, mir wurde hinterhergerufen, ich habe eine Festnahme gesehen und Leute, die sich Drogen gespritzt haben. Und ja, jetzt könnte man sagen, okay, das liegt daran, dass du einfach ein wohlbehütetes kleines Mädchen bist, in Anführungsstrichen, um es jetzt mal expliziter zu sagen. Das mag ja auch sein, aber wenn ich die Wahl habe zwischen ich muss mich dem aussetzen oder ich kann darauf verzichten, weil ich auch anderweitig an die Bücher komme, die Leute treffen kann oder, würde ich das wählen. Denn ich hatte sehr häufig wirklich Angst. Ich habe wirklich Angstzustände bekommen davon, dass ich da raus muss und da lang muss, um eben zur Buchmesse zu gehen. Und dazu muss man aber auch sagen, es wäre natürlich was ganz, ganz anderes, wenn man nur ankommt im Bahnhof und dann von dort aus in eine andere Bahn steigt, also heißt S-Bahn, U-Bahn oder keine Ahnung was, und dann direkt zum Hotel, zum Airbnb oder wo auch immer man unterkommt, hinfährt oder man sogar mit dem Auto unterwegs ist und niemals außerhalb und in der Nähe des Hauptbahnhofes sein muss. Dann wäre es was komplett anderes. Gar keine Frage. Da brauchen wir nicht drüber zu streiten. Und unter solchen Umständen würde ich es mir vielleicht auch nochmal überlegen. Aber die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, möchte ich bitte dich nochmal machen. Also wirklich, habe ich. Nee, fand ich einfach nur gruselig. Innen drin geht's voll klar. Also klar, tagsüber war ich nur da, ne, aber innen drin war es vollkommen in Ordnung. Aber sobald du rausgehst, ist es gerade als alleinreisende Frau, aber auch sonst, ist es einfach super gruselig und beängstigend. Zumindest ging es mir so und ich bin eigentlich da wirklich hart im Nehmen. Es war auf jeden Fall einfach uncool. Also ich fand es einfach unterm Strich schlimm, so wie es da war. Auf der Buchmesse selbst war es was anderes. Ist ja, wie gesagt, auch absolut verständlich. Aber ja, das ist so eine Erfahrung. Da habe ich kein zweites Mal auf jeden Fall Lust drauf. Und es lag natürlich auch daran, wie das Ganze von mir auch geplant war. Gar keine Frage. Aber dennoch ist es ja was, was ich mit einbeziehen kann, einfach aufgrund meiner Erfahrung. Naja, auf jeden Fall war das, wie gesagt, so ein kleines, ja, Ding, weswegen ich halt einfach wirklich froh war, als ich zu Hause angekommen bin. Ich war wirklich so, oh mein Gott, Dankeschön, weil, fand ich schlimm. Aber sonst an sich, die Messe, wie gesagt, war grundsätzlich, so wie ich sie erlebt habe, ganz cool. Aber ich glaube schon, dass wenn man eben erst am Samstag gekommen ist oder so, also das ist halt Hardcore, ne? Also ich würde auch grundsätzlich wirklich empfehlen, dass man sich, wenn man das kann, also rein von dem Zeitlichen und so weiter und so fort, dass man mindestens 2 Tage nimmt, sodass, falls ein Tag wirklich zu viel ist, Kacke ist oder sonst irgendwas, dass man dann noch irgendwie den zweiten vielleicht den Ausgleich hat oder eben auch sagen kann, man macht nur einen halben Tag oder. Und was ich auch richtig krass fand, war, dass teilweise wirklich dann Verlagsmitarbeiter oder eben Leute, die dort verkauft haben, an bestimmten Ständen, dass die beleidigt worden sind, dass die sonst, also dass die nicht mal vernünftig menschlichen Bedürfnissen nachgehen konnten und so weiter und so fort. Ich finde, das ist ultra krass und einfach nur frech von den Leuten. Also wirklich, fällt mir nichts mehr so ein. Also ja, ganz, ganz schwierig. Und davon abgesehen war es auch so, dass viele Verlage tatsächlich, und ich weiß nicht genau, woran das liegt, also ob andere Erwartungen wieder da waren, also im Sinne von, es kommen weniger Leute oder das und das Buch wird schon nicht so krass verkauft werden oder. Aber es gab teilweise wirklich Stände, die schon am Freitag, und das war ja nur ein halber Messetag, dass da, also für alle, dass da teilweise schon Bücher ausverkauft waren. Also wirklich komplett. Heißt auch, die sind nicht mehr nachgekommen, überwiegend, sondern die waren weg und dann waren sie weg. Und genauso wurden auch teilweise sogar schon am Donnerstag, also wo nur die Fachleute da waren, wurden teilweise Bücher geklaut. Was ich auch extrem asozial und frech finde, aber mittlerweile wundert mich gar nichts mehr. Ansonsten vielleicht noch kurz einmal zur Bahnfahrt. Also ich bin ja mit der Bahn gefahren und ich muss sagen, auf der Hinfahrt hatten wir Verspätung, was aber gut war. Denn wenn die nicht da gewesen wäre, hätte ich meinen Zug verpasst. Und dann wäre ich, glaube ich, gar nicht auf die Buchmesse gefahren, weil ich da gar keine Lust drauf gehabt hätte, mir da jetzt irgendwie für keine Ahnung wie viel Geld ein neues Ticket zu holen. Und da war es halt wirklich gut, denn ich bin genau dann angekommen, als meine Bahn gefahren ist aufgrund eines Staus. Das war
Fantastisch. Aber zum Glück hatte ich Glück im Unglück und der Zug kam zu spät. Denn in Leipzig hin und zurück, als ich mich mit der einen Bloggerin in Hannover getroffen habe, hin und zurück und dann eben auch auf der Rückfahrt von Frankfurt nach Hamburg, immer kam der Zug pünktlich. Und deswegen war es gut, dass in dem Moment dann irgendwie der Zug, ja, das Zuguniversum gesagt hat, okay, du kommst zu spät, damit nicht alles den Bach runtergeht, kriegen wir es hin und ja, dass wir dann zu spät kommen. Also das war auf jeden Fall wirklich, wirklich gut und die Rückfahrt ging auch klar. Ja, war alles in Ordnung. Ich habe einige Bücher tatsächlich geschafft, gerade auf der Bahnfahrt zu lesen. War ganz cool. Dazu kommen wir dann eben im Lesemonat Oktober. Vielleicht berichte ich dir im Vlog noch mehr im nächsten. Lass uns mal überraschen. Aber das war es auf jeden Fall grundsätzlich. Und dann kommen wir jetzt noch zu guter Letzt zum Haul. Ich habe ja gestern. Ich habe ja gestern gefragt, was du denkst, wie viele Bücher bei mir neu einziehen durften von der Buchmesse. Und ich weiß gerade nicht, wie die Abstimmung war. Ich werde die einblenden. Auf jeden Fall, was das Ergebnis war. Aber ich muss sagen, ich habe mich auf jeden Fall zusammengerissen. Ich hole jetzt einfach kurz die Bücher und dann werde ich dir noch mal ein bisschen Näheres dazu erzählen. Und zwar starten wir dann einmal mit den beiden Büchern, die ich ja eh kaufen wollte. Ne? Von denen habe ich dir ja schon erzählt. Und zwar sind das nämlich einmal Seelenverrat. Wir kommen gleich dazu, worum es geht. Und einmal das Mädchen, das dem Meer gehört. Beide haben so einen hübschen Farbschnitt und ich konnte sie, wie gesagt, schon Donnerstag kaufen, weil beim Drachenmond Verlag konnte man da schon Bücher mitnehmen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, denn wie gesagt, das waren die beiden geplanten Bücher. Und wir starten dann einmal damit, worum es in Seelenverrat geht. Warte, ich muss es mal auf die Seite halten, damit ich nicht im Schatten liege. Und zwar, die junge Hexe Felicity tritt als Seelentransporteurin in die Fußstapfen ihrer Mutter. Neben der Herstellung von Elixieren, die in ihrem Café verkauft werden, kümmert sie sich darum, dass die verstorbenen Hexen und Hexer ihren Platz im Jenseits einnehmen. Dies ermöglichen besondere Bücher, die Felicity herstellt, um die Seelen der Verstorbenen zum Wunschort zu transportieren. Als der Hexer Nicholas auftaucht und Felicity beschuldigt, die Seele seines Onkels ohne seine Zustimmung in den Tod befördert zu haben, kann die Hexe dies nicht auf sich sitzen lassen. Doch das Buch von Caspar Eisenmann ist unauffindbar und Felicity ahnt, dass sie in ein böses Spiel verwickelt wurde. Ich finde, das klingt super cool. Es ist echt nicht dick. Also vielleicht lese ich sogar noch im Oktober und kann dir dann zeitnah was dazu berichten. Aber ich finde es erstmal super schön und es klingt mir nach was ganz anderem. Und dafür bin ich ja immer offen. Und das andere Buch ist, wie gesagt, dieses wunderschöne Buch. Ich finde es auch einfach nur traumhaft schön. Und hier geht es eben darum: Seit Jahrhunderten verstecken wir Wassergeister uns vor den Menschen, ihrem Forschungsdrang und ihrer Gier. Nun bin ich eine derjenigen, die an Land gehen und diese Wesen besser kennenlernen soll. Ich habe dafür meine schillernden Schuppen und das paralysierende Gift meiner Fangzähne aufgegeben. Aber als ich auf dem. Als ich auf Austin treffe, drohe ich obendrein mein Herz zu verlieren. Er sollte an sein Football-Stipendium denken, ich an meine Heimat. Doch sein Vater sucht wie besessen nach uns Wassergeistern und Austin könnte meine Chance sein, ihn aufzuhalten. Das klingt irgendwie sehr, sehr spannend. Das Buch ist auf jeden Fall auch dicker, ne? Also, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat es. Okay, 450 Seiten, also geht voll klar. Und ich bin extrem gespannt drauf, denn ich mag ja so mehr Geschichten an sich ganz gerne. Deswegen bin ich gespannt, wie da so der Anteil sein wird. Denn durch dieses Football-Thema klingt es ja so ein bisschen auf jeden Fall auch nach New Adult. Und mal schauen, wie da die Balance sein wird und ob es mich überzeugen kann. Und als ich dann auf jeden Fall an dem Stand vom Drachenmond Verlag stand, ist mir ein Buch ins Auge gestochen. Zum einen, weil es schön ist und zum anderen, weil ein Charakter vorkommt. Weiß ich gerade gar nicht genau, ob das stimmt überhaupt, aber auf jeden Fall, weil ein Name vorkommt und ich mag immer Geschichten darüber. Das klingt jetzt komisch, aber vielleicht wirst du es verstehen. Denn es handelt sich um Jack the Rippers Sammlung der Herzen. Erstmal, so sieht das Buch aus. So ist der Farbschnitt. Wunder, wunderschön. Ich zeige es dir nochmal von nahen mit diesem Herz hier. Und das gibt es auch tatsächlich als normales, also heißt als Paperback, glaube ich, ist es dann. Also es ist dann ein bisschen günstiger als das Exemplar, aber ich habe es so mitgenommen. Ich finde, es ist so hübsch. Und ich mag, wie gesagt, die Geschichten und der Klappentext klingt so, so cool. Denn es geht darum. Mein Name ist Mary Jane Kelly. Den meisten dürfte ich jedoch besser bekannt sein als das fünfte Opfer des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper. Nach meinem Tod fand meine Seele keinen Frieden, sondern wurde von meinem Mörder mit dunkler Magie festgehalten. Er will mir und all seinen anderen Opfern die Möglichkeit geben, für Gerechtigkeit zu sorgen und Rache an all jenen zu nehmen, die uns im Leben Unrecht taten. Doch schon bald muss ich erkennen, dass meine vermeintliche Freiheit nichts als eine Illusion ist, solange Jack the Ripper im Besitz meines Herzens ist. Für ihn bin ich nicht mehr als eine Schachfigur,
die er nach Belieben lenken kann, um seinem Ziel näher zu kommen, die Königin zu stürzen. Zusammen mit Inspektor Aberline versuche ich, hinter die Identität des Rippers zu kommen, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Jemand, der bereits tot ist, hat schließlich nichts mehr zu verlieren, oder? Ich finde, das klingt so gut. Es ist auch eine gute Dicke, also ich finde, es wirkt weder zu dick noch zu dünn. Ja, es sind unter 400 Seiten, also das geht mega klar. Ich freue mich da drauf und hoffe, dass es mir gefallen wird. Und als ich das Buch dann mitnehmen wollte, meinte der Verkäufer dort so, wenn du den Vibe magst, dann kann ich dir noch folgende Bücher empfehlen. Aber ich habe sie nicht gekauft, auch wenn die Klappentexte extrem gut klangen, sondern stattdessen habe ich gesagt, ich mache Fotos davon, schreibe sie auf die Wunschliste und komme nochmal darauf zurück. Und genau das gleiche gilt nämlich für zwei Ausgaben von einer Buchreihe, also Band 1 und 2 sind das, die auch so hübsch aussehen. Und zwar von Stella Tuck, Warrior of Peace. Die Bücher sehen so gut aus. Wirklich so, so gut. Ich habe wirklich lange überlegt, aber ein Buch kostet halt 30 Euro. Und da ich die Geschichte nicht kenne, wäre das für mich halt so ein sehr großes Risiko gewesen, weil sie sind richtig gut bewertet, keine Frage, aber ich wollte zunächst einmal einen Einblick haben. Deswegen machen wir es auch ganz vorbildlich. Man kann sie auf Kindle Unlimited lesen, heißt, ich werde reinlesen und wenn es mir richtig gut gefällt, dann kann ich die Ausgaben immer noch bestellen, solange der Vorrat reicht, aber an sich auf jeden Fall schon. Also das auf jeden Fall einmal vorab und ich war übrigens an diesem Donnerstag dreimal beim Drachenmondstand, beziehungsweise plus einmal ganz am Anfang, aber da haben wir nur kurz geguckt beim Vorbeigehen, weil einmal habe ich was gekauft, dann bin ich mit einer anderen Gruppe da gewesen und die haben was gekauft und dann nochmal mit der dritten und ich war so, wo ist meine Provision? Kann ich bitte hier Vergünstigung bekommen? Dann kaufe ich auch Warrior of Peace problemlos. Naja, und auf jeden Fall war es dann so, dass, was ich ja schon meinte, man ja viele Bücher auch so kaufen kann. Dafür muss man nicht auf der Messe sein und so. Hier konnte man tatsächlich, wenn man Glück hatte, die Autoren direkt haben, sodass die einen das signiert haben. Habe ich jetzt nicht, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Und dann war es nämlich so, dass mir eine Abonnentin, ich weiß gar nicht, ob du mir auf YouTube folgst, falls ja, liebe Grüße an dich, Clarissa. Auf jeden Fall, Clarissa hat mir auf Instagram geschrieben und meinte so, ey, folgendes Buch klingt so, als könnte es richtig was für dich sein. Für dich sein. Ich habe es mir angeguckt und war so, oh mein Gott, wie konnte dieses Buch an mir vorbeigehen? Es ist mir nach wie vor ein Rätsel und ich hätte es natürlich auch so bestellen können, aber ich wollte es gerne direkt mitnehmen. Einfach weil ich gesagt habe, dann habe ich schon mal da, denn es klingt so cool. Und zwar handelt es sich nämlich um dieses Buch. Und zwar, wer den Löffel abgibt. Das ist tatsächlich ein Cover, was mir nicht ins Auge gestochen wäre. Und das Buch ist erst Anfang Oktober rausgekommen. Also, wie gesagt, wie es an mir vorbeigehen konnte, ich weiß es nicht. Vermutlich, weil es mich nicht so an sich anspricht. Und das war das Buch, weswegen ich dann eben bei Knauer am Freitagabend noch in der Schlange stand und gehofft habe, dass ich es da holen kann. Und eben nicht nur für Lily Lucas dort sein darf. Es geht auf jeden Fall um Folgendes. Wie jedes Jahr wurde auch zum 10. Jubiläum des TV-Back-Wettbewerbs Bake Week ein möglichst buntes Ensemble zusammengestellt. Dadurch backen und leben höchst unterschiedliche Charaktere eine Woche lang miteinander auf dem Familienlandsitz der Starjurorin Betsy Martin. Zutaten, die nicht unbedingt gut zusammenpassen. Fügt man zu diesem Rezept noch den Star der Show sowie ihren jüngeren Juror und vor allem den größten Konkurrenten hinzu, erhält man Sabotage, Geheimnisse und am Ende eine überraschende Leiche. Dazu muss ich sagen, der Klappentext von, ich glaube, Thalia klingt cooler als das, was hier draufsteht. Denn es geht grundsätzlich darum, dass eben ganz verschiedene Charaktere im Zuge einer TV-Show, und ich liebe sowas ja, zusammenkommen und dann am Ende eben eine Leiche ist und man miträtseln kann unter anderem. Und das liebe ich ja. Also von daher vielleicht nochmal den Klappentext von Thalia lesen oder aber darauf warten, dass ich das Buch eben beendet habe und dir dann mehr dazu sagen kann. Aber es klingt einfach so, so vielversprechend und gut. Also wirklich, ich finde es mega. Und dann habe ich dir noch erzählt von einem Buch, was ich getauscht habe. Ja, also es war nämlich so, dass eine andere Bloggerin in ihrer Story gefragt hat, ob jemand den Farbschnitt tauschen möchte. Und ich war so, mir ist es komplett egal, können wir machen. Wir kommen auch gleich zum Buch, beziehungsweise vielleicht kannst du es dir auch schon denken. Na, weiß ich nicht, aber vielleicht kannst du es dir auch denken. Und im Nachhinein meinte dann eine zu mir so, oh, du bist so nett. Ich so, hä, wieso? Sie so, du hättest damit richtig Geld machen können. Und ich war so, gut, dass ich daran nicht mal gedacht habe. Naja, handelt es sich um Fourth Wing in der Bücherbüchse-Ausgabe. Ich hatte ja vorher die Verlagsausgabe und sie hat eben gefragt, ob jemand tauschen möchte. Und da ich ja, das habe ich dir ja bei der Rezension gesagt zu dem Buch, ich werde zu 99% nicht mit Farbschnitt weitersammeln. Eigentlich zu 100% machen wir uns nichts vor. Also ich werde nicht mit Farbschnitt weitersammeln und von daher war es mir halt komplett egal, wie das Buch jetzt aussieht. Also gut, kein Farbschnitt, wenn man die Wahl hat, natürlich, ist hübscher, naja, du weißt. Aber was ja super cool ist, ist, wir haben hier ja den Drachen so drauf und das Ding
Ding ist halt einfach, dass das ja wiederum gut zu dem da unterpasst. Und das finde ich ja so schön. Denn wir haben halt ne, so vorne und so. Und ich finde, das ist so hübsch. Und deswegen war ich so, ja, komm, wir tauschen. Und der Vorteil war, so musste ich das Buch weder klauen, hätte ich natürlich nicht gemacht, aber musste ich nicht, noch mich in eine ewig lange Schlange stellen. Und dann habe ich es halt bekommen, wie gesagt, durch den Tausch. Und ja, natürlich hätte ich mit meiner Ausgabe Geld machen können. Und ich hatte ja auch die Ausgabe zweimal. Heißt, ich hätte doppelt Geld machen können ursprünglich. Aber finde ich persönlich halt nicht sinnvoll. Deswegen freue ich mich darüber auf jeden Fall sehr, denn es sieht dann hübsch in meinem Regal aus, passt nochmal besser und dann kann ich die anderen da auch, wenn ich sie mir überhaupt als Prinz hole, das weiß ich auch nicht, aber wenn, dann kann ich sie mir da mit weißem, also mit weißem normalen Farbschnitt einfach daneben stellen und das passt schon. Denn ich muss ehrlich sagen, es geht hier ja weiter dann mit der Protagonistin und ich finde Menschen auf Farbschnitten und Covern, aber eben vor allen Dingen Farbschnitten, finde ich immer so ein bisschen komisch. Schreib mir gerne, wie du dazu stehst. Das war auf jeden Fall das letzte Buch. Also eigentlich sind nur 4 Bücher mitgekommen. Ich bin gespannt, ob du richtig geschätzt hast oder nicht. Und ansonsten können wir ja nochmal zu so ein paar Goodies kommen. Haben wir ja letztes Mal, glaube ich, auch gemacht. Und einmal haben wir hier natürlich, dafür stand ich dann noch an und habe mir überlegt, ob sich das lohnt, habe ich die Unterschrift, die jeder auch nach hätte machen können. Auf jeden Fall von Karen M. McManus, auch gut über 2 Kleber drüber. Naja, egal, klebe ich mir dann irgendwie ein Buch rein. Und ich habe auch überlegt, ob ich mir dann ihr neuestes Buch kaufe. Und war dann so, nein, das kannst du auch so bestellen und dann den Kleber reinmachen, weil es ändert sich grundsätzlich ja gar nichts. Deswegen, wenn ich das dann irgendwann habe, kommt das da rein und dann kann ich mich freuen über diese wundervolle Unterschrift. Egal, ich stand da jetzt nicht 100 Jahre in der Schlange. Dann habe ich am Freitag beim Essen eine Autorin kennengelernt. Da werde ich mir auf jeden Fall mal bei Kindle Unlimited die bzw. das Buch angucken und werde es wahrscheinlich dann im November lesen. Das sind so Charakterkarten dazu gewesen. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird und werde dir dann mehr berichten, denn da will ich dann erstmal abwarten, ne, ob ich dir was Gutes berichten kann oder nicht oder wie auch immer. Ne? Nicht, dass du das jetzt dir holst und dann enttäuscht bist oder so. Deswegen auf jeden Fall das einmal und dann hole ich jetzt nochmal kurz Sachen, die ich noch am Samstag bekommen habe. Und zwar haben wir da nämlich einmal, ich glaube, die Autorin selbst oder so gesehen von diesem Buch. Irgendwie der Band 1. Klang ganz cool, irgendwie sehr wild, aber da werde ich auch mal reingucken, wie es aussieht. Und dann habe ich welcher Tag war das? Am Donnerstag habe ich dann einmal diese Karte mitgenommen. Die sieht auch ein bisschen, ja, benutzt aus, weil ich sie als Fächer benutzt habe, weil es zwischendrin so warm war. Da sieht man nochmal, wie alle 4 Cover zusammen aussehen. Kann man ja nur sagen, einfach traumhaft schön, ne? Also da kann man ja wirklich nichts gegen sagen. Was ich aber ganz interessant finde, ist ja wirklich, das sieht man ja hier gut, dass von Band 1 und 3, was ja Sinn ergibt, die Farbschnitte extrem hübsch sind und von Band 2 und 4 halt einfach verhältnismäßig langweilig, ne? Weil es ist ja einfarbig, außer vielleicht oben, weiß ich gar nicht. Aber wir lassen uns mal überraschen, ob ich überhaupt ja weiterlese. Und dann haben wir noch am Samstag Theresa Sporer getroffen. Ich habe kein Buch bisher von ihr gelesen, aber jetzt so ein paar Sachen bekommen und ich wollte eh mal reinlesen. Also das hatte ich tatsächlich schon vor. Und dann habe ich halt einfach so einen Sticker bekommen. Dann so unterschriebene Sticker, die man in die Bücher reinmachen kann. Ich glaube, sie hat halt mehrere dabei. So sieht's aus. Dann noch das hier. Außerdem dann so eine Charakterkarte. Und dann so Overlays heißen die ja, glaube ich. Einmal das hier. Und einmal das hier. Sehr, sehr hübsch auf jeden Fall. Dann habe ich noch einen größeren Anreiz, mir die Bücher mal anzugucken. Und ich glaube tatsächlich, dass das alle Sachen waren, die ich irgendwie mitgenommen habe. Also es geht ultra klar. Also das muss man wirklich sagen, ich hätte auch nicht unbedingt mehr Platz gehabt, weil ich bin ja immer so jemand, der so ein Pingel ist, bedeutet, es ist mir sehr wichtig, dass meinen Büchern nichts passiert und das zu gewährleisten, wenn man eben mit Koffer und Rucksack und so unterwegs ist, ist ja immer so eine Sache. Deswegen auf jeden Fall, das ist an sich die Ausbeute. Schreib mir gerne, wenn du bei der Buchmesse warst, wie es dir gefallen hat, was du so mitgenommen hast, wie viel du so gekauft hast, schreib mir alle deine Gedanken in die Kommentare. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das sehr gerne, indem du auf den roten Abonnieren-Button klickst und lass mir immer gerne ein Like. Da habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Doppel-Like kann auch helfen. Meine musst du dreimal drauf drücken. Naja, du weißt, was ich meine. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du zukünftig keine Videos mehr. Und gerade jetzt noch so bei den restlichen Tagen im Oktober werden noch einige Videos auf dich zukommen. Voraussichtlich. Ich kann ja nichts garantieren. Aber voraussichtlich. Und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann.